Et Spiritus Sancti Asus. Et Spiritus Sancti Asus. Et Spiritus, Spiritus in mein Asus, rein in mein Asus, Spiritus. Im Namen der sechs Religionen des fortgesetzten Südens, der siebten Welten. Pfarrer Leon, der siebte, was kann ich heute für unseren Kult tun? Beantworte mir zuerst, wie nennt dein Priester eine Glühbirne? Eine Erleuchtung! Ja, das ist korrekt. So, und jetzt bitte mach den Kirchenkeller mal wieder ordentlich. Geh mal bitte Spenden sammeln für mich und kannst ein paar Ketzer verkloppen, aber so richtig verkloppen, ne? Und dann stifte ein bisschen Frieden. Aha. Mach ein paar Graffitis weg. Ja! Und mach mal so einen Exorzismus. Ich verstehe. Ich werde den Auftrag ausführen, Leon, der Allmächtige, der sieben Welten des Norden-Südens. Noch eine kleine Sache, Sterzig. Ja? Ich habe heiligen Suff für dich im Buche versteckt, im heiligen Buch. In welcher Seite des Buches steht es? Sag es mir. Seite 69. Oh, okay. Oh, danke, allmächtiger Leon. Dies ist ein Geschenk. Mein Herr, dann mache ich mich auf den Weg zum niederen Volk. Wo sind wir? Polen? Mensch, das ist aber eine weirde Vorstadt hier in Polen, ne? Ja, wer seid denn ihr? Schönen guten Tag. Ich bin's, Sterzig, der Priestermann. Ha! Oh, was ist denn hier los? Oh, die tanzen ja alle, Mensch. Und die haben alle irgendwelche Gegenstände. Und rauchen sie einen Joint? Das können sie doch nicht einfach machen. Wie sehen sie überhaupt aus? Niech będzie pochwalone. Kurze ksiądz Tortilla? Co jest w środku? Proch strzelniczy, strychnina i gwoździe. Wystartowałbym nawet, gdybym miał rywalizować z Godzillą. Uważa się, że nieziemskie wyniki żelatyna uzyskuje nie tylko dzięki zastykom z benzyny i wulkanicznym Okay, es scheint, als würde ein Fluch in dieser wunderbaren Stadt herrschen. Und das ist unsere Kirche. Oh Leon, ich werde deinen Auftrag erfüllen. Ach hier, guck mal, hier gar nicht nach unten. Moin, Tür ist auf. Hä? So. Ah, ja, verstehe ich total. Oh, die Sounds. Oh, die Sounds. Oh mein Gott. Okay, meine Aufgabe ist jetzt anscheinend, die Wände hier im Basement zu clearen. So, ja, ja, schön hier die 666 wegmachen. Hier diesen satanistischen Stern. Also hier, ne? Der Teufel kommt hier nicht in meine Kirche. Soll ich das jetzt kaputt schlagen? Oh, Tatsache. Scheiß auf den Fernseher, ne? Dieses satanistische Objekt, Mensch. Das Radio? Nein. Der Müll. Jawohl, okay, perfekt. Ogarnęliśmy cholerne Setposta. Ah, ich muss nach oben. Ja, dann gehen wir mal hier in unseren Turm. Ne? Da können wir hier richtig schön... Oh, schau mal, wie schön ich sie hab. Oh, eine Shisha. Da blubber ich mal dran. So viele Fragen. Was hab ich denn da jetzt an meiner Hand? Es scheint eine Art Pistole zu sein. Oh, hier kann ich ein paar Kruzifixe werfen. Das ist natürlich auch schön. Gut, ich habe jetzt ein paar Kruzifixe, ich habe meine Robe an. Dann würde ich sagen, wir gehen mal raus an die frische Luft. Und kümmern uns darum, was der liebe Leon uns gesagt hat. Meine Dame, geben Sie eine Münze her. Und Sie, mein Herr, eine Münze für die Kirche. Mein Herr, eine Münze. Dankeschön. Meine Frau, eine Münze. Vielen Dank. Eine Münze für unsere Kirche. Ach, guck mal hier. Ach, schaut mal. Dann hole ich mir mal hier mein Auto her. Ne, was haben wir hier? Okay, jetzt haben wir uns hier ein Auto herbeigebeten. Alter, ja, dann würde ich sagen, Tschüssikowski. Hallo. Oh, ein Ketzer. Halten Sie an! Gehen Sie auf die Seite von Leon! Leon hat offene Arme für dich! Verdammt offene Arme für dich! Hier sind ja noch mehr Ungläubige.
LOL! Zack in den Popo. Zack in den Popo. Zack in den Popo. Zack. In den Popo. Und tschüss. Grzeszniku, będziesz się smażył w piekle. Oh shit, oh shit. Ah! Ah, mein Knöchel! Ah! Na gut, dann hängen wir mal das Kreuz hier auf. So. Ketzer! Ja, haben wir doch erledigt. Oh, die sind auch tot. Nochmal rüberfahren. So. Oh, shit. Warte mal, kann ich die rückwärts umfahren? Ja, das sind ja voll viele. Ciao, ciao. Oh mein Gott. Alter, ist das dumm. Wo ist mein Auto? Sie hat den Kumpel umgebracht. Oh mein Gott! Ich hab seine Leiche geworfen! Yay! Tschüss! Jo, das Spiel ist ja übel geil! Moin! Schönen guten Tag, ich bin der Priester Ihres Vertrauens. Was kann ich tun? Ach, ich muss hier drin ein Kruzifix aufhängen, ne? Ja, ja. Zack! Perfekt! Was bist du denn? Hä? Ciao, Leute. Oh, ist das schön, für Frieden zu sorgen hier in dieser Gegend. Guten Tag. Was macht ihr denn hier? Ihr seid ja oberkörperfrei. Warum seid ihr hier? Geht weg. Geht weg. Wir trauern Menschen. Stirb. Stirb. Oh, jetzt nehme ich dich und schieße dich in sein Gesicht. Hier trauern Freunde. So, mein Herr, trauern Sie ruhig weiter. Das sei Ihnen gegönnt. W tej wsi nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Pożałuję. Ah, manche Leute haben einfach keine Ahnung, wie es sich anfühlt, richtig zu leben, ne? So, gibt's hier jetzt irgendwo satanistische Symbole? Das hier vielleicht? Nummer 1. Ja, das muss weg. Hässliches Graffiti-Mensch, ne? So, Nummer 2 weg. Ja, perfekt. Mission erledigt. Oh. Hier, seht ihr das? Das ist eine Pflanze. Echt? So, schönen guten Tag. Ey, wollen Sie nicht zufällig... Ja, erstmal sei gesegnet. Und wollen Sie nicht einen Cent zahlen für Leon? No, ich sammle Spenden. Ich sammle Spenden für den Cutter. Wollen Sie vielleicht spenden für den Cutter? Ja, sehr schön. Wollen Sie spenden für den Cutter? Sie haben einen sehr schönen Hut. Ja, perfekt. Leon, ich frage dich das nur einmal. Aber wenn du dir schon mal eingekackt hast und einen ganzen Tag lang mit der Kacke in der Hose rumgelaufen bist, dann schicke mir jetzt mein Auto. Ah, danke schön, Leon. Ich hasse dich. Danke. Entschuldigung. Oh, hoppala. Oh, hoppala. Oh, ja, ist doch völlig easy. Ja, so schön hier durch einmal. Schön den Weg hier hoch. Super. Hey, Mädels. Ja, perfekt, jetzt folgen die mir erstmal. Folgt mir, meine Jünger! Okay, wo muss ich hin? Was ist das denn? So, jetzt wird sich geprügelt. Macht sie fertig! Schlagt sie! Schön! Jawohl! Ja, schön immer auf den Hinterkopf, ne? So. Was? Silver Bullet? Kann ich damit irgendwas machen? Ah ja, ich kann... Oh shit, meine Jünger sind tot! Oh! So! Avada Kedavra! Sie hat wirklich... Avada Kedavra! Wieso sagst du Avada Kedavra? What the fuck? Junge, ist das dumm! Oh! Leon, wenn du mir für 1600 Euro eine Kamera kaufen möchtest, dann schick mir jetzt ein Auto. Leon, du bist so süß! 145 Meter, ahoi! Abfahrt! Was ist passiert? Ich bin einfach despawned! Leon, wenn du mir die nächsten 2 Monate jeden Tag Essen kochen willst, dann schick mir jetzt ein Auto! Oh, nee! Nee! Guten Morgen! Klopf, klopf. Okay. Oh, Leute, sie ist sauer auf mich.
Wieso bist du sauer auf mich? Nur weil ich dir eine Schrotladung... Schön. So, ja, und genau so gehörst du dorthin. Exorzismach nie chodzi o to, żeby wypędzić intruza. Demona trzeba złapać w łapkę, a następnie roztupcyć. Ich verstehe euch nicht! Leon, wenn du mich hörst, wenn ich dein absolut bester Lieblingsfreund auf dieser Welt bin, dann schick mir ein Auto! Leon! Och, Leon! Leon! Wir sind hier vor einem sogenannten Haus des Bösen. Und dann gehe ich hier mal rein. Exorzismus 1. Destroy Totems? Okay. Ich muss jetzt irgendwie einen Exorzismus durchführen. Oh, geht's los? Ich muss die invertierten Kreuze umdrehen. Oh, das Totem. Weg, 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 weg. Totem ist kaputt. Okay. So, gehen wir hier durch? Nein, nichts. Nein, auch nicht. Ah! What the fuck? Was war das denn? Wie mache ich denn das jetzt? So, weg. Wo sind die umgedrehten Kreuze? Umgedrehte Kreuze. So, Totem kaputt. Kreuz umgedreht. Okay, jetzt brauche ich nur noch ein Totem. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Oh ja, in der Küche. Da. Psst. So, und jetzt kann ich hier... Alfredo Gambale. Im Namen des heiligen Leon! Weiche! 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 Aus! Schwinde! Schwinde! Alter, der ganze Bildschirm ist nass. Wirklich, der komplette Bildschirm. Das war wirklich die dümmste Scheiße, die ich seit langem gemacht habe. Hier, möchtet ihr spenden zufällig für... Kieruniku złoty poratuj. Mir tut alles weh. Kann ich bitte das Ding in deine Fresse schießen? Jawohl. Ich verstehe nichts. Ich verstehe nicht mal, warum wir hier sind. Ich verstehe nicht, was mein Ziel ist. Leon, siehst du das? Also jetzt mal ganz kurz Real Talk. Leon, siehst du das? Ich gehe jetzt zurück in meine Kirche. Es war schon mal ein sehr ereignisreicher erster Tag. Was haben wir denn hier, ne? Jetzt kann ich hier meine Kirche renovieren, oder wie ist das? Tatsache. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob meine Kirche jetzt krasser ist. Oh! Oh! Ein Beichtstuhl. Ja, gehen wir doch mal rein. Oh, jetzt kann ich ihm sagen, was er machen muss. Ja, ich sag einfach, dass ich der Lord bin. Was ist passiert? Ich komme gar nicht mit. Wir versuchen es nochmal. Ich denke, mein Vater ist ein Idiot. Ja, also ja. Hä? I slept through New Year's Eve and it was Mother's Day. Hä? I love my children. I don't love my parents. Hä? I wish my father would fall off the couch. Hä? I was singing out the tune doing... Hä? Alter, dieses Spiel macht an so vielen Ecken keinen Sinn. Also, das ist ein Drecksgame. Ich sag, wie es ist. Also, ich bin eher... Irgendwer hat mich angeatmet. Wisst ihr was? Ich glaube, das reicht für heute. Ich segne euch jetzt noch einmal, weil ich es kann, ne? Gesegnet seid ihr da draußen, meine lieben Leute, ne? Nehmt das. Ne? Leon, vielen Dank, dass du mich heute wieder begleitet hast und danke, dass du mich im Urlaub unterstützt. Ich bin nämlich gerade in Hannover, bin dort am Chillen. Also Leute, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, haut rein und wir sehen uns bald wieder. Wenn es wieder heißt, wir verprügeln ein paar Leute in diesem Spiel. Ich weiß nicht, was dieses Spiel noch zu bieten hat, aber wir werden es, denke ich, noch herausfinden. Oder auch nicht, ne? Sehen wir dann. Oh.